Übersetzung und Erläuterung von seiner göttlichen Gnade. Arbeit Chadana Ravinda Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki. Der höchste Eine, der als das höchste Wesen oder die höchste Seele gefeiert wird, ist die höchste Quelle der kosmischen Manifestation sowie ihr Behältnis und ihre Zurückziehung. Somit ist er der höchste Quell, die absolute Wahrheit. Erläuterung. Wie zu Anfang des Srimad Bhagavatam erklärt wird. Chanmadi asya yata vadanti tat tatva vidas tatvang yashkyanam advayam brahmeti param atmeti bhagavan iti shabdyate. Sind die Worte Param Brahma, Param Atma und Bhagavan Synonyme für die höchste Quelle aller Energien. Das in diesem Vers verwendete Wort Iti vervollständigt die Synonyme und deutet auf Bhagavan hin. Dies wird in späteren Versen näher erklärt werden. Jedenfalls bedeutet Bhagavan letztlich Sri Krishna, denn das Srimad Bhagavatam hat bereits Krishna als die höchste Persönlichkeit Gottes anerkannt. Krishnastu Bhagavan Svayam. Die ursprüngliche Quelle aller Energien oder das Summum Bonum ist die absolute Wahrheit, die man als Parabrahman und so weiter bezeichnet. Und Bhagavan ist der höchste Aspekt der absoluten Wahrheit. Doch selbst unter den Synonymen für Bhagavan wie Narayan, Vishnu, Purusha und so weiter ist Krishna der höchste Aspekt, wie in der Bhagavad Gita 10, 8 bestätigt wird. Aham sarvasya prabhavo mata sarvang pravartate und so weiter. Abgesehen davon ist das Srimad Bhagavatam die Repräsentation Sri Krishnas als Klanginkarnation des Herrn. Krishna sva damo bhagate dharmo gyanadi bisaha kalau nashta trisham esha puranar koto noditaha. Srimad Bhagavatam 1.3.43. Die allgemeine Schlussfolgerung lautet daher, dass Sri Krishna die ursprüngliche Quelle aller Energien ist. Und das ist auch die Bedeutung des Wortes Krishna. Um Krishna oder die Wissenschaft von Krishna zu erklären, wurde das Srimad Bhagavatam verfasst. Im ersten Kanto des Srimad Bhagavatam wird auf diese Wahrheit in den Fragen und Antworten Suta Goswamis und großer Weiser Vishonaka hingedeutet. Und im ersten und zweiten Kapitel dieses Kantos wird dies erklärt. Im dritten Kapitel wird der Gegenstand weiter ausgeführt und das vierte Kapitel geht noch weiter in Einzelheiten. Im zweiten Kanto wird die absolute Wahrheit als die Persönlichkeit Gottes weiter hervorgehoben und es wird gesagt, dass Sri Krishna dieser höchste Herr ist. Ebenfalls enthalten ist eine kurze Zusammenfassung des Srimad Bhagavatam in 4 Versen, die wir bereits erörtert haben. Krishna, die höchste Persönlichkeit Gottes, in seinem endgültigen Aspekt wird von Brahma in seiner Brahma Samhita als Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha bestätigt. Die gleiche Schlussfolgerung findet man im dritten Kanto des Srimad Bhagavatam. Das ganze Thema wird ausführlich im 10. und 11. Kanto des Srimad Bhagavatam erklärt. Die Beschreibungen des Wechsels der Manus oder Manvantaras, wie zum Beispiel dem Svayambhuva Manvantara und dem Chakshusha Manvantara, dem dritten, vierten und fünften, sechsten und siebten Kanto des Srimad Bhagavatam besprochen werden, laufen ebenfalls alle auf Sri Krishna hinaus. Im achten Kanto erklärt der Vaivasvata Manvantara das gleiche Thema indirekt und im neunten Kanto findet man den gleichen Sinninhalt. Im zwölften Kanto wird dasselbe Thema noch weiter erläutert, vor allem in Bezug auf die verschiedenen Inkarnationen des Herrn. So kommt man durch das Studium des gesamten Srimad Bhagavatam zu dem Schluss, dass Sri Krishna das endgültige Summum Bonum, das heißt der endgültige Ursprung aller Energien ist. Und je nach den verschiedenen Graden von Verehrern kann es sein, dass er mit unterschiedlichen Namen bezeichnet wird, wie zum Beispiel das Narayan, Brahma, Brahman, Paramatma und so weiter. Om Agyanati Mirandasya Agyananjana Shalakaya Chakshurun Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Mukham Karoti Vachalam Pangung Langayate Girim Yat Kripatam Ahang Vande Shri Gurun Dina Taranam Shri Chaitanya Manopistam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svabadantikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hari Hari, Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Hari Hari. Abhyasascha Nirodhascha Yatosti Adyavasiyate Sa Ashraya Param Brahma Param Atmi Shapyate. Der höchste Eine, der als das höchste Wesen oder die höchste Seele gefeiert wird, ist die höchste Quelle der kosmischen Manifestation sowie ihr Behältnis und ihre Zurückziehung. Somit ist er der höchste Quell, die absolute Wahrheit. Hare Krishna. Dieses Srimad Bhagavatam, dieser Teil des Srimad Bhagavatams, der zweite Kanto, ist der kürzeste Kanto. Hat 10 Kapitel. Alle anderen Kantos sind größer. Ich denke sogar der 12. Moment mal, vielleicht ist der 12. Kanto ein bisschen kürzer. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie viel, aber der 12. Kanto ist auch sehr kurz. Aber kann sein, dass der weniger Kapitel hat. Aber von den anderen ist das der kürzeste Teil. Ja. Und aber ein äußerst relevanter Teil, alle Teile des Bhagavatams sind relevant, aber die Besonderheit dieses Teils des Bhagavatams ist, dass hier Philosophie präsentiert wird oder unsere Lehre präsentiert wird. Ja, die anderen Kantos haben viele Geschichten. Ja, da ist der Schwerpunkt anders. Speziell, je weiter man geht im Bhagavatam, desto mehr gibt es Geschichten. Wer zum Beispiel den 9. Kanto gelesen hat, das sind nur mehr Geschichten. Dynastien, viele Namen, viele Dynastien, viele, der König von dem, der Sohn, und da gibt es manchmal so ewige Listen und verschiedenste Namen. Und dann wieder Geschichten. Ja, nicht mehr so viel Philosophie, aber hier zu Beginn, gerade im 2. Kanto, das eigentlich der Beginn des Bhagavatams ist. Der 1. Kanto ist eigentlich eine Einführung, auch mit Philosophie, gerade im 2. Kapitel, 3. Kapitel, dann verschiedene Geschichten, die eigentlich die Vorgeschichte sind zu dem eigentlichen Gespräch des Bhagavatam. Was ist das eigentliche Gespräch des Bhagavatam? Aufzeigen. Nicht entweder. Das eigentliche Gespräch. Deshalb sage ich, ja, eigentliche Gespräch. Da gibt es ja nicht entweder. Okay. Sie sagt, Shukadev Goswami, der mit Parikshit spricht. Stimmt jemand zu oder ist jemand dagegen? Wer ist dafür? Aufzeigen. So, wer ist dagegen? Du bist dagegen. So, na, warum zeigst du denn nicht auf? Enthaltung? Okay. Du bist dagegen. Ja? Ja, gut, 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 thank you. Actually, those four verses were spoken by Krishna to Brahma. Yes, 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 also good. Aha. Come on. Naimisharanya, ui, 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 was noch? Ja? There's also, once it says, kannst Deutsch sprechen, Deutsch. Einmal sind die vier Kumaras gegangen, nach ganz nach unten ins Universum gegangen. Und ich glaube, es heißt, sie haben das Bhagavatam von Ananta Shesha bekommen. Genau. Richtig? Mhm. Was sagst du denn dazu? Ananta Shesha, Kumaras. Hm? Immer noch sicher? Ja, aber es gibt auch verschiedene Schüler nachfolgen. Ah. Kumaras sind andere als die. Mhm, okay. Wer hat, was ist die Schülernachfolge von Ananta Shesha und Kumara von Bhagavatam? Wo endet dann das praktisch im Bhagavatam? Wer kann sich erinnern? Vidura und Maitreya. Ne? Maitreya, ein Schüler, glaube ich, von Parashara Muni oder so. Er zitiert jemanden, aber der sagt, daher kommt das. Das ist zu Beginn dieses Gesprächs. Und stimmt, ne? Da hat man wieder eine ganz andere Linie. 3. Kanto. Ja. So, aber wenn ich sage, und das, was ihr sagt, alles korrekt, aber wenn ich sage, der 1. Kanto ist praktisch eine Einleitung, ein Vorwort zum eigentlichen Bhagavatam, von dem wir sprechen. Welches ist da am ehesten gemeint von dem, was ihr jetzt gesagt habt? Wer ist für was jetzt? Wer ist jetzt immer noch für Shukadeva und Parikshit? 1, 2, 3. Okay. 4. Okay. Sutta und Naimisharanya? Gomohan? Bleibt dabei. Hm? Und wer für eine andere Version? Ne? Maitreya, Vidura, die Version vielleicht? Nee, da sind wir nicht so dabei. Okay. Und Brahma und Narada Muni? Ah, ja, okay, das war Modestas, wär's, Hastigopals, so, er bleibt dabei. Und Krishna zu Brahma?
Klingt ja auch nicht schlecht. Okay, aber der Punkt ist natürlich, was Livia gemeint hat. Ja? Ist das vor? Warum ist das so? Ja, warum ist das so? Weil dass das Gespräch ist, das dann von Sutta Goswami wiederholt wurde, was zu Beginn des Bhagavatams zitiert wird, was die Einleitung ist. Ja? Aber eigentlich die ganze Geschichte des ersten Kantos ist da, geht dahin, warum hat Parikshit das Bhagavatam gehört? Warum hat Parikshit sein Königreich aufgegeben? Was ist da passiert? Was ist da los? Und deshalb, wenn wir das Bhagavatam lesen, Kapitel 3, 4 und 5, 4, 5 und 6, das Gespräch zwischen Narada Muni und Vyasadeva, das ja mal ein kurzer Beginn ist, warum schreibt Vyasadeva das auf? Gleich danach kommt was? Welches Kapitel? Der Sohn von Drona wird bestraft. Warum wird der bestraft? Ja, weil der wollte Parikshit töten. Parikshit hat überlebt und dann auf einmal gibt es so ein paar Zwischenkapitel, Krishna und Kunti und Bhishma und so weiter, aber dann geht es primär um Parikshit. Der Rest von Bhagavatam, Parikshit. Und dann am Ende des ersten Kantos, Shukadev Goswami erscheint. Ganz zum Schluss. Shukadev hat im ganzen ersten Kanto noch gar nichts gesagt. Noch gar nichts. Das beginnt im zweiten Kanto, gleich zu Beginn. Dann beginnt Shukadevs Unterweisung. Da erklärt er Parikshit, an was er sich erinnern soll, was er meditieren soll, was er verehren soll, was er hören soll im Moment des Todes. Ja. So, der erste Kanto ist eine Einleitung zu diesem Gespräch. Und wenn Shukadev nun beginnt, in der Hinsicht das Bhagavatam beginnt, in der Hinsicht, ja, im zweiten Kanto, macht Shukadev mal klar, was ist die Philosophie. Und deshalb ist der zweite Kanto in der Hinsicht relevant, weil hier wird die Philosophie mal aufgerollt, die damit endet, wie hier Prabhupada mehrfach betont, Krishna. Und er sagt im ersten Kanto und im zweiten Kanto und im dritten und im vierten und Prabhupada, das ist interessant, ja, er sagt einfach, und auch in diesem Kanto ist es Krishna und in diesem Teil ist es, und hier ist es Krishna, ohne wirklich zu sagen, warum. Ja, so Prabhupada geht hier praktisch meditativ, könnte man meinen, einfach mal dieses ganze Bhagavatam durch, aha, ja, hier Krishna, hier und hier, und hier wird es nochmal zusammengefasst und hier ist nochmal das Sinn und so weiter, ja. Also er erklärt uns nicht, warum und so, er sagt einfach nur, erzählt euch die Kantos ab und sagt, hier ist Krishna und hier ist Krishna, weil es auch stimmt, ja. Und so sollen wir uns auskennen im Bhagavatam. Das Studium des Srimad Bhagavatam ist natürlich eine Lebensangelegenheit, aber wir sollen uns auskennen im Bhagavatam. Und warum Prabhupada das dann so meint. Ja, warum das Prabhupada hier so meint. So, das mal eingangs kurz zur Erläuterung. Und um was geht es heute? Heute geht es darum, beziehungsweise das 10. Kapitel, ja, das kommt jetzt direkt nach dem 9. Kapitel, logisch. Und das 9. Kapitel beinhaltet, was hier vorher erwähnt wurde, die Chatushlokis. Ja, wir hatten das gerade in Köln, da hat Bhakti Bhushan zwar mir erwähnt, die Chatushlokis, das Bhagavatam in 4 Versen, und manche Devotis haben sich gewundert, was? Wie gibt es denn das? Wo kommt das her? Ja, das muss man wissen, darum muss ich das jetzt mal erwähnen. Ja, das Srimad Bhagavatam besteht ursprünglich aus 4 Versen nur, die von Krishna, eigentlich von Vishnu, von Narayan, zu Brahma gesprochen wurden. Nachdem er war Brahma und weiß nicht, was ist los, ja? Er wird in vollkommener Unwissenheit geboren, so wie wir alle, und ist auf der Lotusblume und sucht überall, was ist hier los, wer bin ich, wo bin ich, was ist, wer und so weiter. Geht den Stängel hinunter und rauf, findet kein Ende, sitzt auf der Lotusblume, hört, Tapa, Tapa, du musst meditieren, entsagen. Er beginnt zu meditieren für 1000 Jahre der himmlischen Wesen und dann auf einmal erscheint Krishna. Die Meditation, die Entsagung ist perfekt und Krishna sagt, ich bin sehr zufrieden mit dir, hast du richtig gemacht. Das ist der Weg, wie man mich erkennt, nicht draußen suchen, empirisch, sondern innen suchen. Meditieren, Entsagen und so weiter. Krishna erscheint und da spricht Krishna die 4 Verse. Vorher sieht Brahma noch Vaikuntha, das wird im 2. Kanto beschrieben, im Brahma Samhita, die sehr ähnlich ist in der Hinsicht, wird Brahma Vrindavan offenbart. Ja. Aber im 2. Kanto hier wird ihm Vaikuntha offenbart. Er sieht, wie Vaikuntha aussieht und Vishnu, Narayan, der höchste Herr, spricht dann zu ihm ein paar Verse und dann eben diese berühmten 4 Verse, die sehr philosophisch sind. Aham, evasam, eva, gre, nanyan, yatsata, sat, param. Ja, wisse, alles, was existiert, kommt von mir und das Einzige, was existiert, bin ich. Und wenn alles nicht mehr existiert, bin ich immer noch da. Das ist der erste Vers. Und dann im zweiten, wisse, dass alles, was getrennt von mir existiert, das ist Maya. Wenn du denkst, irgendetwas ist getrennt von mir, das ist Maya. Maya ist nicht zu glauben, es existiert nicht. Maya ist zu glauben, es existiert getrennt von Krishna. Ja. So,
philosophische Dinge, grundsätzliche Dinge, um die materielle Welt zu verstehen in Beziehung zu Krishna, werden diesen vier Versen formuliert. Also, und Prabhupada widmet diesen vier Versen lange Erläuterungen. Das sind solche typischen langen philosophischen Erläuterungen, wo du denkst, wie lange geht die noch? Okay, okay. Ja, die Erfahrung machen wir im Chaitanya Charitamrita, im Adi Lila, wenn es um Mayavad-Philosophie geht. So viel Fachterminologie. Und am besten Krishna-Buch. Am Ende des Krishna-Buchs, den ganzen Nektar durchgearbeitet und dann auf einmal die Gebete der personifizierten Veden. Wer hat schon mal das Krishna-Buch von euch gelesen? Ihr habt schon mal durchgelesen, von Anfang bis Ende, ja? Habt ihr mal gelesen? Ja? Und welche, habt ihr, könnt ihr euch erinnern, dieses Kapitel? Die Gebete der personifizierten Veden? Ich glaube, das sind wie viel? 80 Seiten? Nur Philosophie? It was very boring. Yeah. Honest guy, you know? Er traut sich das zu sagen, was alle denken. Ja, 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 ja. Speziell nach dem Kapitel mit dem gigantischen UFO, wo du so, wow, das war cool. Und dann noch die Gebete der personifizierten Veden. Ja, die Veden sind ja schon mal ein bisschen trocken. Ja, und dann noch die personifizierten Veden. Was müssen das für Leute sein? Und wenn die mal anfangen zu sprechen, okay. Aber eigentlich ist das Kapitel total Nektar. Total spannend. Ja, die Philosophie müssen wir uns auf der Zunge zergehen lassen. Und das können wir nur, wenn wir Krishna bewusst sind. Wenn wir eine Krishna bewusste Sicht haben, dann wird das total spannend, was da gesagt wird. Solange wir nicht auf dieser spiritual-intellektuellen Ebene sind, ist das, boah, ich mag wieder UFOs. Wo sind die UFOs? Und Dämonen kaputt schlagen und so weiter. Ja? Nee. So. Ich habe eine gute Erfahrung gemacht, eben im Chaitanya Charitamrita. Im Adi Lila geht es dann um Mayavad-Philosophie und Chaitanya Mahaprabhu predigt zu Prakashananda Saraswati und Prabhupada erklärt, was sagt Shankaracharya und Nachfolger von Shankaracharya und Parinamavad und Vivaltavad und solche Dinge erklärt er dann. Lange Erklärung. Und ich habe das ein paar Mal gelesen, nichts verstanden. Und dann dachte ich, das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein, dass ich das nicht verstehe. Ich muss das verstehen. Und da habe ich mit diesem Teil des Chaitanya Charitamrita sehr intensiv beschäftigt und wirklich aufmerksam. Wir lesen ja manchmal, es ist ja ein Unterschied zwischen Lesen und Lesen. Ja, ich kann mal lesen und einfach irgendwie, das geht hier rein, hier raus. Oder ich denke richtig mit. Und was heißt das hier eigentlich? Versteht ihr? So sollte man eigentlich lesen. Nicht nur, jetzt habe ich es gelesen, sondern was heißt denn das überhaupt? Und man soll sich das dann selbst erklären, beziehungsweise, wie würde ich das anderen jetzt erklären? Was ich hier, zum Beispiel diesen Satz hier. Ja, ich nehme irgendeinen Satz. Wo fängt er an? Oh, lange Sätze. Nach der Zurückziehung der kosmischen Manifestation gehen daher die meisten bedingten Seelen in die Existenz Mahavishnus. Was heißt denn das überhaupt? Da muss man sich mal Gedanken machen. Nach der Zurückziehung der kosmischen Manifestation, was ist die kosmische Manifestation? Das ganze Universum mit allen Planeten, mit allem Raum. Zurückziehung, was heißt Zurückziehung? Stell dir mal vor, das ganze Universum wird zurückgezogen. Was soll denn das bedeuten? Das implodiert. Ja? Wo implodiert es dann hin? Ja? In Mahavishnu. Ja? Was bedeutet, wer ist überhaupt Mahavishnu und so weiter? Wir müssen ja wissen, was das bedeutet. Das sind ja interessante Informationen. Und so habe ich diesen Teil vom Chaitanya Charitamrita gelesen über diese Themen. Und es ist interessant, da ist mir das aufgefallen, dass Krishna Wissen im Herzen offenbart. Wie er in der Bhagavad Gita sagt, Tisham evanukam partam aham agyana jangtama nasha yami atma babasto gyana tibena basvata. Um ihnen besondere Barmherzigkeit zu erweisen, zerstöre ich, der ich im Herzen aller Lebewesen sitze, mit der brennenden Fackel des Wissens, die aus der Unwissenheit geborene Finsternis, Dunkelheit. Ja. Und dann, Tesham Sata Yuktanam Pachatam Priti Purvakam Tadami Pudi Yogamtam Jena Mamu Payantite. Ich gebe dem Satatam, der immer im hingebungsvollen Dienst beschäftigt ist, ich gebe ihm Intelligenz, Tadami Budi. Tadami heißt, ich gebe. Krishna gibt Budi, Intelligenz, damit er zu mir gelangen kann. So, Krishna kann uns Wissen offenbaren,
wenn wir, warum auch immer, weiß ich nicht, also da hat es halt funktioniert, weil ich mir Gedanken gemacht habe und nachgedacht und es wissen wollte und auf einmal, tschick, verstanden, aha, das heißt das. Und das war eine sehr interessante Erfahrung. Und so versuche ich, nicht immer, aber manchmal, die Bücher zu lesen mit einem sehr, mit einem gewissen, ich möchte das verstehen, tief verstehen, so gut es geht. Weil erst wenn ich das gut verstehe, kann ich das gut erklären. Wie Braubart sagt, from all points of view. Manchmal sagt Braubart, from all points of view, or, wie heißt das? From all angles of vision. From all angles of vision. Von allen Standpunkten, von allen Blickwinkeln. Ja? Wenn ich das hier von vorne sehe, dann kann ich eine Beschreibung geben, habe ich ein Verständnis davon, dann habe ich noch ein Verständnis. Noch. Die Dinge haben ja verschiedene Seiten, verschiedene Aspekte, verschiedene Teile, verschiedene Tiefe. Und ich kann nur von dem einen Ding, das ist jetzt ein bisschen simpel, aber nur eine Seite sehen, aber das ist bei Weitem nicht alles. So, jeder Punkt, den Braubart macht, Braubart sagt, ihr versucht, diesen Punkt, den ich mache, von allen Blickwinkeln zu sehen. Das ist interessant. Das heißt, wir sollen uns Gedanken machen. Wie hat Braubart das gemeint? Wie kann man das so verstehen oder von der Seite verstehen oder hier oder von hier oder von hier? Und je mehr wir uns Gedanken machen, desto mehr verstehen wir. Und desto greifbarer wird der Gedanke. Ja, desto greifbarer wird die Idee. Eine Idee ist nicht wirklich greifbar. Ja, aber eine Idee wird greifbar, wenn man sich Gedanken macht, wenn man es versteht, wenn man es visualisiert, wenn man es ausschmückt, ja, wenn es einfach größer und klarer und definierter und detaillierter wird. Und dann ist das so ein ganzes Gebilde in unserem Bewusstsein, so eine ganze Struktur. Die Idee nimmt Form an. Ne? Die Idee nimmt Form an. Und dann ist klar, ich verstehe es und das ist interessant. Das ist interessant. Dann kann ich das rausmachen aus meinem Bewusstsein und hier mal hinstellen, erklären und zeigen und hier, guckt euch das mal an. Spannend, das steht da drin, so ist es gemeint. Und dann wird es auch interessant für die Zuhörer, weil es ist einfach nicht nur, hier steht es und ich sage es, dann wäre es sehr eindimensional, ne, einfach wie vorlesen. Klar, Braubarts Worte sind mächtig, das stimmt schon, aber wir sollen ja die Dinge so erklären, wie wir sie verstehen und das Verständnis teilen. Ne, Verständnis teilen. Wie bin ich dazu jetzt gekommen? Einen Satz erklären. Ja, aber warum? Das ist mal ein Beispiel. Ja, da war was, genau. Ja, da bin ich irgendwo gezweigt. Na egal, so aufmerksam. Wie bitte? Ja, nee, das war später. Manchmal verliert man den roten Faden. Manchmal verliert man den roten Faden. Aber ich bin nicht dahin gekommen. Weiß ich gar nicht. Naja, okay. So, dieses Kapitel, 10. Kapitel. Ah ja, irgendwas war da mit den Chatushlokis. Eva haben wir ja so gerade. Naja, egal. So, dieses, was ich genau, was ich sagen wollte. So, 9. Kapitel hat diese Chatushlokis, ja, 4 Verse, aus denen das ganze Bhagavatam entstanden ist. In Essenz sind es aber nur diese 4 Verse. Guckt euch die mal an. Das ist, glaube ich, 29, 30, 31, 32. Ich glaube, das sind diese 4. Und lange Erläuterung, das war der Punkt. Ne? 4 Verse, Braubart, lange Erläuterung. Da bin ich abgedriftet, genau. Braubart gibt sehr, sehr lange Erläuterung. Einfach diese 4 Verse zu erklären, da ist so viel drinnen, so viel Wichtiges. Und, hast die Gopal gesagt, boring, genau, das war es, was ich erklären wollte. Es ist nicht langweilig, wenn wir uns Gedanken machen. Wenn wir versuchen, es zu verstehen, dann wird die Philosophie auf einmal lebendig. Und du kannst es verstehen. Und du verstehst, was ist die Philosophie, wenn es dann langweilig ist. Die Philosophie, das sind Prinzipien. Was ist ein Prinzip? Ein Prinzip ist wie ein Gesetz. Das ist eine Richtung, das ist eine, etwas, nachdem etwas funktioniert, ein Prinzip, ja? Nachdem etwas funktioniert. Und hier werden Prinzipien der Realität beschrieben. Prinzipien der Realität. Prinzipien, nach denen die Realität funktioniert. Und wenn wir das verstehen, dann verstehen wir, wie Realität funktioniert. Wir verstehen, wie die materielle Welt funktioniert, wie die spirituelle Welt funktioniert, wie wir funktionieren, wie unser Geist. All das ist in der Philosophie enthalten. So, unsere Philosophie ist nicht trocken, unsere Philosophie ist praktisch. Und Braubart erklärt die Philosophie auch praktisch. Aber wenn wir das nicht sehen und nicht verstehen, keinen Bezug haben, wenn wir keine Identifikation haben, wenn, was hat das mit mir zu tun? Was hat wie Walter Ward mit mir zu tun? Was hat Parinama Ward mit mir zu tun? Was haben die 3 Erscheinungsweisen mit mir zu tun? Was hat die Chatushlokis, was haben die mit mir zu tun?
Die haben alles mit uns zu tun. Das ist Atma Tattva, das ist Wissen um das Selbst, das ist Wissen, das ist wahres Wissen, wodurch wir erleuchtet werden und verstehen können. In den Chotashlokis ist das Wichtigste drin, was wir wissen müssen. Was ist Maya und was ist Krishna? Ja. Gut, so das war im 9. Kapitel. Und das 10. Kapitel heißt, das Bhagavatam ist die Antwort auf alle Fragen. Und beginnt mit dem ersten Vers, in dem die 10 Themen des Bhagavatams aufgelistet werden. Und das ist sehr interessant, weil es heißt, Puranas haben Themen. Und das heißt, ein Purana muss verschiedene Themen enthalten. Und das Bhagavatam ist das einzige, das 10 Themen hat. Deshalb ist es das größte Mahapurana, das ist das größte Purana, das wichtigste Purana. Weil es hat 10 Themen. Ihr habt da vor ein paar Tagen den Vers gelesen, ihr müsst ja wissen, was die 10 Themen sind. Nein, haben wir wieder vergessen, ist eh klar. Aber ich sage es nochmal. Und das ist mir heute erst aufgefallen, als ich vorher kurz den Vers gelesen habe, dass in den Versen, die wir jetzt gerade lesen, die 10 Themen erklärt werden. Im ersten Vers werden die aufgelistet und jetzt in jedem Vers wird gesagt, ja, was ist Nirodha, was ist Manvantara, was ist all das? Ja? So, was sind die 10 Themen? Schöpfung des Universums, Sarga. Wie Sarga? Sekundäre Schöpfung oder Nebenschöpfung. Schöpfung heißt mal die Schöpfung der Elemente. Das kann nur Krishna machen. Nur Krishna kann Materie schaffen, manifestieren. Visarga heißt Nebenschöpfung. Da wird die Welt oder die Elemente werden dann arrangiert, geschöpft zu dem, was sie sind, von Brahma. Das heißt Visarga. Okay, Sarga und Visarga. Schöpfung, Nebenschöpfung. Dann haben wir Sthanam. Sthanam heißt das Planetensystem. Also wie dann die Dimensionen, die Lokas, arrangiert sind, was die sind. Poshanam, der Schutz des Herrn. Wie kann das Lebewesen in der Materie beschützt werden? Das wird beschrieben. Utayaha, der schöpferische Antrieb, was bewirkt das Universum? Ja, wir haben jetzt mal Schöpfung, okay, was hat das hervorgebracht, aber was lässt es funktionieren? Nach welchen Prinzipien funktioniert das Universum? Manvantara, wer weiß, was Manvantara bedeutet? Das müsste man wissen. Ja? Ja, richtig, genau. Manvantara ist ein Zeitraum. Ja? Manvantara ist ein Zeitraum und der ist sehr lange, 300 Millionen Jahre, über 300 Millionen Jahre. Und das ist die Zeit, in der ein Manvantara regiert. Isha Anukataha, die Wissenschaft von Gott. Nirodha, die Rückkehr nach Hause zu Gott. Mukti, Befreiung und Ashray, das Summum Bonum oder letzte Zuflucht. Das sind die 10 Themen des Bhagavatam. Das wird alles im Bhagavatam beschrieben. Ja, das sind die 10 Themen. Und in den Versen, die wir jetzt hören, werden die kurz angerissen. Der Vers heute beginnt mit, ist über Nirodha. Ja? Das war auch eines der Themen. Nirodha und Ashraya. Die zwei Themen des Bhagavatam, das sind die letzten zwei, das ist der Vers, der die letzten Themen aufzählt. Ja? Nirodha war die Rückkehr zu Krishna, heißt es hier. Ja? Nirodha, ja, die Rückkehr nach Hause zu Gott, aber auch das Zurückziehen der kosmischen Manifestation. So, das wurde hier erklärt. Abhashascha Nirodhascha Yatosti Adyavasiyate, heißt, wie das, die kosmische Manifestation manifestiert wird, wie sie zurückgezogen wird und ja, was ihr Status ist, wie sagt man, ihre zwischen Zerstörung und Vernichtung halt, also Manifestation. Und, das wird kurz erzählt, und was ist Ashraya, was ist Zuflucht, wo geht das alles hin? Parang Brahma, ins Parang Brahma. Prabhupada zitiert, ist ein bisschen philosophisch, ja, 2-3 Minuten müsst ihr noch aushalten, ja, das ist jetzt wichtig. Ja. Prabhupada beginnt diese Erläuterung, vielleicht könnt ihr euch erinnern, mit einem Zitat aus dem Srimad Bhagavatam. Welchen Vers? Den ersten. Chamadi asya yata. Und das ist eine dasselbe Worte finden wir im Vedanta Sutra. Worauf bezieht sich das? Chamadi heißt Geburt und so weiter. Oder Entstehung, Manifestation und so weiter.
Yataha, von dem hier, von dem Universum. Chanmadi Asya, 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 von dem, Yataha, von dem. Das ist es, was heißt. Asya heißt von dem materiellen Universum, vom Universum. Yataha, von dem. Also dieses Universum kommt von dem. Das ist, was das heißt. Chanmadi Asya, Yataha. Von was das Universum kommt, das ist das Brahman. Das ist das, was wir verstehen müssen. Das ist das, was wir als bedingte Seelen wissen müssen. Woher kommt das Universum? Was ist der Hintergrund der Welt? Was ist Wahrheit? Was ist substanziell? Weil diese Welt ist die Welt der Maya. So, was ist Wahrheit dann? Und das wird damit ausgedrückt. Die Wahrheit ist das, von dem hier alles kommt. Und das wird Brahman genannt. Ja? So, in dem Vers hier haben wir, alles kommt vom Parang Brahma. Nicht nur vom Brahma, sondern vom Parang Brahma. Und wie wird das genannt? Shapyate Paramatma. Das ist die Überseele. Das ist die Überseele. So, das ist praktisch ein Punkt im Vedanta. Das ist ein Punkt im Vedanta, weil Vedanta will verstehen, was ist das Brahman? Was ist das Brahman, von dem alles kommt? Was ist die absolute Wahrheit? Brahman heißt absolute Wahrheit, die Wahrheit, das Göttliche. Was ist denn das überhaupt? Und manche sagen, es ist unpersönlich, manche sagen, es existiert vielleicht gar nicht, vielleicht ist es eine Illusion, und manche sagen, es ist eine Person. Wir sagen, es ist eine Person. So, das ist praktisch so ein... eine starke Aussage in der Vedanta-Diskussion, die verstehen will, was ist das Brahman, was ist das letztendliche Wissen. Ja? So, das ist, wäre dann eine unser, das wäre unsere Antwort direkt. Das, von dem alles ausgeht, das ist das Brahman, das ist sogar das Parabrahman, weil das Parabrahman ist die Person und wird Paramatma genannt. Ist auch die Überseele. Ja? So, das Parabrahman ist die Überseele und nicht der Atman ist die, das Brahman. Nicht wir sind das Brahman, nicht alles geht von uns aus, wie Mayavadis sagen würden. Sondern vom Param. Und was ist das Parabrahman? Zum Schluss, Krishna sagt das, Arjuna sagt das zu Krishna im Bhagavad Gita, Parang Brahma, Parang Dhamma, Pavitram Paramang Bhavan, Purusham Shashvatam Divyam Adi Devam Ajang Vibhum. O Krishna, du bist das Parang Brahman. Interessant, dieser Vers ist 12 in Bhagavad Gita, 10, 12. Und wow, ich habe voll gerade einen Flash. Und dieser Vers kommt nach was? Kripasindhu? 10, 12 kommt nach? Chatushloki. Wir haben auch in der Bhagavad Gita Chatushlokis. Und das sind die 10, 8, 9, 10, 11. Das sind die Chatushlokis der Bhagavad Gita. Und nachdem Arjuna, die spricht Krishna, hört von Krishna, sagte das, Parang Brahma, Parang Dham, du bist das absolute höchste Brahman, du bist die höchste Stütze oder Dham, das höchste Reich, du bist der reinste, du bist Adi Devam, du bist der ursprüngliche Gott, Ajang Vibhum, du bist ungeboren und der höchste Herr. Er ist in Erstaunen über das, was er gerade gehört hat, diese Chatushlokis. Und Prabhupada zitiert den ersten dieser Chatushlokis hier in der Bhagavad, in dieser Erläuterung, die wir gerade gelesen haben. 10 8. Aham sarvasya prabhavo. Aham sarvasya prabhavo. Matasavam pravartate. Wo Krishna sagt, alles geht von mir aus. Alle materiellen, spirituellen Welten gehen von mir aus. Alles kommt von mir. Die Weisen, die das vollkommen verstehen, verehren mich mit ganzem Herzen. Das ist 10 8. Das ist der erste der Bhagavad Gita Chatushlokis. Krishna sagt, alles kommt von mir. Ich bin der höchste Herr, ich bin der Anadi Adi, ja, ich bin der anfanglose Anfang. Und die das verstehen, verehren mich mit Bhava, mit Liebe. Und dann 10.9 ist Machita Matkani, ist das der? Ja, Machita Matkani, sagt Krana, Bodhayanta Parasparam, Tushyanti Charamanticha. Ja, und diejenigen, wie verehren sie mich, diese Bhaktas, wie verehren sie mich? Machitta, Matgata Prana, ihr ganzes Bewusstsein, ihr Chitta ist voll auf mich gerichtet. Sie denken immer an mich, sie sind voll Krishna bewusst. Machitta, Matgata Prana, ihr ganzes Leben residiert in mir, ist in mir. Also stell dir das mal vor, du bist vollkommen Krishna, du bist nur Krishna, dein ganzes Leben für Krishna, dienst Krishna, denkst immer nur an Krishna. Das ist, was er sagt. Und sie erleuchten sich gegenseitig über mich. Sagt Krishna. Sie sprechen untereinander auch. Sie tauschen sich aus. Und Tushyanti Charamanticha, da erfahren sie viel Freude. Tushyanti heißt Zufriedenheit und Ramante, Freude.
Und dadurch sind sie immer ekstatisch. Und dann spricht er die zwei Verse, die ich vorher schon zitiert habe, wo er sagt, ich sitze im Herzen der Lebewesen, nicht zerstöre mit der Fackel. Also vorher, ich gebe Intelligenz, wodurch du zu mir gelangen kannst, und ich zerstöre diese Unwissenheit mit der brennenden Fackel des Wissens. So, jetzt haben wir das auch gehört, das sind die vier Chatushlokas der Bhagavad Gita. Und dann sagt Arjuna eben das, du bist der Höchste. Und da sehen wir eine schöne Verbindung jetzt zwischen diesem Vers, dieser Erläuterung und wie Prabhupada das hier alles einwebt, ja, wunderschön einwebt. Und so sollen wir die Schriften studieren, dass wir Zusammenhänge sehen, dass wir verbinden können, ja, und so immer absorbiert bleiben. So sollen wir die Schriften studieren und absorbiert sein. Und das ist das, was Krishna sagt. Machitta, denke immer an mich, sei immer an mich absorbiert. Fülle dein Bewusstsein mit mir. So, die Schriften sind unser Medium. Nicht das einzige, aber ein sehr, sehr mächtiges. Andere Medien sind die Bildgestalten, der heilige Name, Sadhu Sangha und so weiter. Aber dennoch, die Schriften sind ein ganz, ganz besonderes Medium. Und deshalb hat Prabhupada gesagt, where is book, where is book, where is book? If you... Yeah, kindly help me. Yeah, distribute these books. Aber studiere sie auch. Prabhupada sagt, die Bücher sind nicht nur zum Verkaufen da. Yeah, sondern sie studieren. Und wenn wir das machen, Tushyanti Charamanti Char, wir finden viel Freude. Manchmal komme ich mir vor wie so ein Detektiv. Ja, wenn ich die Bücher lese, wie so ein Detektiv, oh, was meint er hier? Und dann muss ich hier gucken und da. Und dann finde ich, wenn ich sowas herausfinde, oder was, dann ist es, wow, das ist immer wie wenn man so einen Fall löst. Ja? Ja gut, wir haben ja keine Pfeifen, ne? Sherlock Holmes oder sowas. Ne? Fall gelöst. Und nächste, ja? Und mehr Zusammenhänge. Und dann sieht man, wie das Ganze zusammen, und wie es zusammengehört. Das ist ein riesen Netzwerk und wie das zusammengehört. Wow, so ekstatisch. Okay. Srila Prabhupada ke Nitai Gaura Premanande. Ich nehme an, es gibt tausende Fragen. Ja, bitteschön. Das ist immer sehr schwierig mit dieser Chronologie. Wann ist das Bhagavatam entstanden? Weil es eben so viele... Ich meine grundsätzlich, das Bhagavatam ist als Chichatushlokas entstanden. Das war ganz am Anfang. Und dann kam das durch verschiedene Kanäle nach unten. Das Bhagavatam war nicht geschrieben. Das ist erst vor 5000 Jahren aufgeschrieben worden. Das Bhagavatam ist Krishna Katha. Und als er das dann aufgeschrieben hat, dann hat er ja, das Ganze aufgeschrieben. Das ist klar. Aber interessant ist, dass er ja Dinge beschrieben hat, die erst später kommen. Und manchmal schreibt, also es ist sehr schwierig zu sehen, was es jetzt direkt, wie es halt technisch genau funktioniert hat. Aber wir sagen, so traditionell und sicher und wir glauben das, Vyasadeva hat alle 18.000 Verse geschrieben. Hast du eine gewisse Realisierung zu dem Thema? Das ist eigentlich ein sehr, 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 sehr großes Thema und das involviert sehr viel, um zu bedenken, was, wie kann man die Worte ideal situieren, wie kann man sich ideal situieren. Erstens Autorität, spiritueller Meister, konsultieren, aber auch selbst wissen, was man gerne mag und das, was man gerne machen kann, macht man dann meistens auch gut. Ja? Es nützt ja nichts, einem Devotee zu zwingen, was zu tun, was er nicht kann und nicht mag und dann nicht kann. Das geht kurze Zeit gut, aber auf lange Zeit nicht. So deshalb die Herausforderung für einen selbst und für die Autoritäten ist zu verstehen, was ist das Dharma, zumindest das, man sagt Naimittika Dharma, Dharma der momentanen materiellen Situation, dieses Devotees, was mag er, was kann er, was ist sein Talent sozusagen und dementsprechend soll er hingebungsvollen Dienst ausführen und dann wieder zufrieden sein. Das ist die Herausforderung. Manche wissen das früher, manche wissen das später. Könnt ihr euch mal Gedanken machen. Bin ich richtig situiert? Habe ich alles, was ich brauche, um glücklich zu sein im Krishna-Bewusstsein? Mache ich genau das, was ich gern für Krishna machen möchte? Mache ich gerade, was ich vielleicht nicht gerne mache? Oder weiß ich nicht mal, was ich gern für Krishna mache? Manche wissen es gar nicht. Die wissen gar nicht, was sie... Oder manche mögen alles. Es kann ja verschiedenste Sachen geben, ja? Letztendlich sollen wir alles für Krishna gerne machen. So why not? Ne? Gern kochen, Puja, putzen, Sadhu sagen, alles ist ekstatisch. Ja? Aber dennoch gibt es ein gewisses Dharma. Ja? Und das ist natürlich ein großes Thema, wie man das herausfindet. Aber ich denke, eine Sache, woran man sieht, dass man gut situiert ist, ist, was würdest du sagen, was ist der Indikator zu sehen, dass jemand richtig situiert ist? Man ist ekstatisch. Ja, ja.
ich hätte gesagt, glücklich, aber du sagst, dass du über, ja, ekstatisch sogar, du bist immer ekstatisch, ja, ja, du bist glücklich, du bist zufrieden, alles okay, nicht unter. Ja, bitteschön. Das ist wahrscheinlich eine Frage, bei der man sehr weit ausholen kann bei der Antwort. Aber jetzt bezüglich des personifizierten Gottes im Krishna-Bewusstsein, wie kann man sich das genau vorstellen? Ist das jetzt ein Gott, der in diesem Universum wohnt, in einem anderen Universum lebt? Oder ja, kann man sich den dann wirklich so vorstellen wie ein Wesen, wie wir es sind oder wie Tiere Wesen sind? Ja, danke für die Frage. Das ist eine, definitiv, wie du sagst, da kann man weit ausholen, könnte ich auch und würde ich auch gern. Aber vielleicht können wir das auch später noch diskutieren, aber ich kann 2, 3 Punkte jetzt sagen und dann, wir können uns mal drüber unterhalten, weil es ein wichtiges Thema, ein sehr wichtiges Thema. Erstens, aus unserer Sicht würden wir nicht sagen, wir personifizieren. Personifikation wird, heißt, Prabhupada sagt das oft, heißt Anthropomorphismus. Ja, dass man sich, dass man die Form oder Vermenschlichung von etwas. Und das kann man im Besonderen auch bei Gott machen. Und das ist auch der Einwand, der für einen, für einen Gott als Person gegeben wird. Ja? Wir stellen uns Gott so vor, weil wir halt so aussehen und dann muss Gott auch so aussehen. Okay. Dem würden wir widersprechen. Und die Aussage wäre, ist nicht so, dass Gott aussieht wie wir, sondern wir sehen aus wie er. Ja, so. Deshalb ist es nicht eine Vermenschlichung, sondern wir verstehen, dass nicht nur wir aussehen wie Gott, sondern alles aussieht wie Gott. Die materielle Welt als Gesamtes ist eine Reflexion der ursprünglichen göttlichen Realität, in der aber eine göttliche Person oder Krishna im Zentrum steht. So, die Welt an sich, die wir hier vorfinden, ist eine Reflexion, ist ein Abbild einer ursprünglichen Realität. Diese Realität ist nicht substanziell, sie ist zeitweilig, die ist nur ganz kurz da. Realität ist immer da, ewig, manifest, substanziell. Und das wäre die ursprüngliche göttliche Realität. Und diese Welt ist praktisch ein Abbild, eine materielle Version der ursprünglichen spirituellen Welt. Und auch die Personen dieser Welt, alle Lebewesen dieser Welt sind Abbilder der ursprünglichen Personen. Und im Zentrum all dieser Personen ist Krishna, der aus unserer Sicht würde man dann sagen, eine menschliche Form hat, aber wir würden eher sagen, wir haben eine göttliche Form. Ja, diese Form ist eine göttliche Form, aber eine materielle Version. So, wenn man jetzt Krishna sieht, wie er hier gemahlen wird, ja, blaue Junge, Flöte und so weiter, das heißt in den Schriften, seine Form, dieser Körper, den er hat, ist ein spiritueller Körper. Der ist ewig voller Bewusstsein, Glückseligkeit. Ja, so, das ist kein, weil manchmal gesagt, ja, aber wenn Gott personifiziert wird, dann ist er ja nicht mehr alldurchdringend und nicht allgegenwärtig. Viele Aspekte, die man dem Absoluten zuschreibt, können in einer Person nicht innewohnend sein und meint, oh, das wäre eine Limitierung. Aber so ist es nicht, weil sein Körper ist spirituell und seine Energien, die von ihm ausgehen, sind alldurchdringend. In Form seiner Energien oder auch Bewusstsein ist er allgegenwärtig und er kann sich überall manifestieren. So eine Form, ein Körper ist keine Limitierung, im Gegenteil. Ein Wesen ohne Form ist eher limitiert als eine Person mit Form. Nur wenn die Form materiell ist, dann wäre es eine Limitierung, aber wenn sie spirituell ist, ist es keine Limitierung, weil er kein Limit ist. Und noch dazu, seine Form hat unendliche Attribute. Oder er, Gott, er hat unendliche Attribute. Unendlich intelligent, unendlich stark, unendlich schön, unendlich in jeder Hinsicht. Alle Eigenschaften, die er besitzt, sind unendlich. Und deshalb ist er das perfekte Wesen, die perfekte Person oder absolute Person. Absolut heißt unbedingt. Das Gegenteil von absolut ist relativ. Relativ heißt bedingt oder abhängig. Das heißt, etwas existiert nur in Beziehung zu etwas anderem, wird definiert. Aber Gott ist absolut, er ist unabhängig, er definiert sich selbst. Nichts bedingt ihn. Das heißt, all seine Eigenschaften, die er hat, sind ewig, transzendental und unendlich in ihm manifest. Er ist die perfekte Person. Und nicht nur bedingt ihn nichts, er bedingt alles. Alles geht von ihm aus. Das Relative geht von ihm aus. Er ist die absolute Person. So, wenn man über dieses Konzept der absoluten Person, weil du sagst jetzt, du konzentrierst dich auf Person, und ich würde eben sagen, göttliche Persönlichkeit kann man nur verstehen, wenn man das Wort absolut oder perfekt oder vollkommen dahinstellt und dann mal drüber nachdenkt, was wäre eine perfekte Person? Und dann kann man verstehen, was das wäre. Ja? So, die Limitierungen, die wären nur bei einer relativen Person gegeben. So, Persönlichkeit ist nicht das Problem. Das Problem ist nur, wenn das nicht wäre, Persönlichkeit an sich ist nicht das Problem.
Ja? So, das wäre mal so in kurz. Und darüber könnte man natürlich noch viel sagen. Ich habe jetzt noch mindestens 10 Anmerkungen, die ich hier reinwerfen könnte, aber das würde einfach zu viel Zeit kosten. Können wir nachher besprechen. Ja, genau, wenn man Zeit ist. Ja, ich habe Zeit. Gut, dann danke für die Aufmerksamkeit. Srila Prabhupada ki jai. Nitai Gaur Premanande.